Es war ein Erfolg in der Märzrevolution des Bürgertums gegen die Herrschaft der Fürstenhäuser. Am 18. Mai 1848 trat das erste frei gewählte gesamtdeutsche Parlament zusammen. Die Paulskirche als Tagungsort hatte einen schlichten Grund. Nirgendwo sonst in Frankfurt am Main war so viel Platz. Nach einem Jahr Arbeit verabschiedete die Versammlung eine Reichsverfassung, bevor die Revolution doch noch niedergeschlagen wurde. So trat die Verfassung nie in Kraft, aber manches von damals steht heute fast wortgleich im Grundgesetz. Bei dem Festakt in der Paulskirche würdigte Bundespräsident Steinmeier die Nationalversammlung von 1848 als Wegbereiterin der deutschen Demokratie. Es sei der Moment gewesen, als Untertanen zu Bürgern wurden. 1848 ist ein entscheidendes Jahr und es muss in unserer Erinnerung lebendig bleiben. Märzrevolution und Paulskirche sind große, sind folgenreiche Ereignisse in der deutschen Freiheits- und Demokratiegeschichte. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir allen Grund, das zu feiern. Übrigens auch als Zeichen gegen die Verächter unserer parlamentarischen Demokratie. Über die Rede von Steinmeier und das Jubiläum an sich hat meine Kollegin Damla Hekimoglu mit Alex Jakubowski gesprochen. Und sie hat ihn gefragt, was der Bundespräsident anlässlich des Tages noch gesagt hat und welche Hoffnungen er für die Zukunft geäußert hat. Und er hat zunächst einmal daran erinnert, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, was einfach vom Himmel fällt und was man so als gegeben hinnehmen muss, sondern das wurde erkämpft. Und da hat er natürlich daran erinnert, an die Leistung, die die Abgeordneten der Nationalversammlung vor 175 Jahren hier gebracht haben. Man muss sich ja vor Augen führen, in welcher Zeit das damals stattfand. Die Revolution in Frankreich ist gerade vorbei. In Deutschland ist man auf die Barrikaden gegangen. Deutschland war damals der Deutsche Bund, ein Zusammenschluss von einzelnen Staaten und Städten, die von Fürsten überwiegend regiert wurden. Da war das Militär ganz stark. Die Bürger waren alles andere als frei. Und in dieser Gemengelage hat sich eine Nationalversammlung gebildet. Ungefähr 600 Abgeordnete wurden erstmals frei gewählt und haben sich hier hinter mir in der Paulskirche getroffen, haben dort die Grundlage gelegt für eine Verfassung, haben sich Gedanken gemacht, wie Demokratie, wie überhaupt eine Staatsform aussehen kann. Man war ja immer noch unentschieden, ob es in eine Monarchie münden soll oder in eine Republik. Am Ende, nach einem knappen Jahr, ist hier die Nationalversammlung gescheitert. Auch daran hat der Bundespräsident erinnert. Also, er hat gemahnt, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wir müssen immer wieder dafür eintreten und daran erinnern, welche Werte Demokratie mit sich bringt. Welche Bedeutung hat der Tag denn heute noch? Ja, wir haben es ja in dem kleinen Einspielfilm schon gehört. In der Nationalversammlung vor 175 Jahren wurden Grundlagen gelegt, die sich heute noch in der deutschen Verfassung wiederfinden. Hier hat man in der Paulskirche zum Beispiel festgelegt, dass Menschen gleich vor Gerichten sind und auch frei. Man hat außerdem die Pressefreiheit sozusagen begründet. Darauf können wir uns immer noch berufen. Das steht im Grundgesetz. Und insofern kann die Bedeutung der Paulskirchenversammlung hier überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden. Jetzt also große Feier in Frankfurt. Wie wird denn dort das Jubiläum gefeiert? Wir haben hier im Prinzip 4 Tage Ausnahmezustand, so will ich es mal sagen. Hier wird 4 Tage lang gefeiert. Eine Broschüre, die ist relativ umfangreich, gibt Auskunft darüber, was hier alles stattfindet. In der ganzen Stadt werden Konzerte stattfinden, die nächsten 4 Tage. Das HR-Orchester beispielsweise tritt auf, die Jazzkantine, um nur mal 2 Beispiele zu nennen. In der ganzen Stadt finden Diskussionsveranstaltungen statt. Es wird über Demokratie debattiert, es werden Theaterstücke aufgeführt. Die Museen haben freien Eintritt für die Bürger. Und ein Highlight zum Beispiel heute Abend ist hier am Mainufer. Da wird eine 20 Meter hohe Wasserwand installiert, auf die dann Projektionen gerichtet werden und es wird die Ode an die Demokratie gespielt. Da kann man sich heute Abend ganz bestimmt drauf freuen. Soweit also die Information von Alex Jakubowski. Vielen Dank nach Frankfurt.